So, meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute habe ich etwas Spezielles für euch vorbereitet, da wie viele von euch gesehen haben und mich auch ein paar angesprochen haben und mir gratuliert haben, habe ich die 100er Marke meiner Abonnenten geknackt. Ich bin schon fast auf 118, 119 und da habe ich mir überlegt, da natürlich die 100er, die 100er Marke ein spezielles Jubiläum uns aller YouTuber ist, habe ich mir überlegt, was kann ich für ein neues Video für euch drehen. Da habe ich hin und her überlegt, ja, alles Mögliche habt ihr schon gesehen und gehört. So habe ich dann ein bisschen gegrübelt und gesucht und ich bin fündig geworden. Ich habe für euch diese Retro-Waschmaschine vorbereitet. Die steht bei mir im Garten. Wie ihr seht, ich bin im Garten, in meinem Sommerhaus, aber das hat mich nicht abgehalten, dass ich mir einen alten Oldtimer hole, den ich dann herrichten werde. Und so wie früher in meinen alten Zeiten, der jungen Zeiten, wo ich das gemacht habe, ein bisschen etwas aus diesen Gerät aus dem Jahr 70, 71 machen. Es wird sicher demnächst Videos kommen, das wird die Jubiläumsmaschine sein für jede Runde 100er Marke, die ich knacke, wird dann ein Jubiläumsvideo von dem Gerät kommen. Ich hoffe, dass da nicht viel kaputt ist an der Maschine, wenn ja, dann werde ich leider euch enttäuschen müssen und keine Videos von dem Gerät machen. Aber ich habe es noch nicht getestet, es wird sicher ein Test kommen. Was ich euch über das Gerät sagen kann, da ich aus Österreich bin natürlich und ein Stück Österreich immer dabei sein muss, ist es so, dass ich mich für ein spezielles Gerät aus den 70er Jahren, das auch meine Kindheit verbindet, die waren sehr viel vertreten in unseren Haushalten, eine Elin Castor VWA, also Vollwaschautomat 412. Diese Maschine hat 520, glaube ich, Umdrehungen pro Minute, wurde damals unter dem Namen Elin Castor in Österreich vertrieben. Viele aus Deutschland, Kollegen von mir, kennen dieses Gerät unter dem Namen Linde. Da gab es in mehreren Ausführungen. Der Unterschied ist natürlich auch diese Klappe unten. Bei den Linde-Geräten waren diese Klappen noch einmal so mit einem weißen Deckel zu. Bei unseren österreichischen Modellen oder bei den Einstiegsmodellen, wie es diese Maschine ist, die hat gar keine Tasten, hat nur einen Drehknopf mit 13 Programmen. Einmal eben ein Bioprogramm, das werde ich auch irgendwann erklären, was das ist, war eben dieses Spezielle nicht dabei. Zum Gerätinneren, da können Sie sehen, das Gerät ist noch ungereinigt. Ich wollte es speziell ungereinigt für euch filmen, dass ihr das seht. Unten drinnen seht ihr die Trommel, die muss erst sauber gemacht werden. Was speziell ist, ist dieses Kautschuk oder Kunststoff Schauglas, aber der Ring ist aus Metall. Die Maschine hat eine einzige Besonderheit als Zusatz für die 70er Jahre Maschine. Eine Besonderheit war, dass sie hat eine Kindersicherung. Sprich, wenn sie abgedreht ist, kann man sie drehen in dieser Uhrzeigersinnseite und dann kann man sie nicht mehr betätigen, wenn sie wäscht. Außer man schaltet sie aus. Meine Mutter hat so eine gehabt. Ich als Kind habe zigtausend Mal die Waschküche geflutet, indem ich das einfach so gedrückt habe und dann einfach nur da dran gezogen habe, obwohl das ein Kindersicherungspatent ist. Aber trotzdem habe ich diese Maschine immer aufgekriegt und die Waschküche oft geflutet. So, so viel von der Maschine. Hier seht ihr natürlich, das Gerät muss gereinigt werden, da sind die ganzen Programme. Schauen wir mal, wie weit ich komme, wie weit ich es schaffe. Drückt mir die Daumen.
das war's von mir. Ich hoffe eben, wie gesagt, dass ich euch tolle Jubiläumsvideos mit dieser Maschine zeigen kann. Zu der Marke Elin Castor, das ist eine österreichische Marke. Die Marke, die Firma ist aus Wels, die existiert noch heute. Der Name Elin wurde leider dann aus der Haushaltsschiene verkauft. Den benutzt jetzt bei uns die Firma Hofer oder in Deutschland Aldi. Benutzen diese auch den Namen an den Arçelik-Maschinen, sprich an den jetzigen Beko-Maschinen. Sind auch sehr gute und robuste Geräte. Wie ihr seht, das Gerät ist gut in Schuss, aber es muss noch viel dran gemacht werden. Das erste, was mich interessiert hat, waren diese Lager. Wenn ihr hört, ja, ist die Maschine noch top in Schuss. Ich bin gespannt, wie sie drinnen sein wird. So, meine Lieben, das war's vom Jubiläumsvideo. Vielen Dank für eure 100 und schon fast 19, 20 Abos. Ich hoffe, es werden mehr. Schauen wir mal, ob ich etwas aus dieser Jubiläumsmaschine mache oder nicht. Ich hoffe, bis bald. Ciao, ciao.